Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Retro Panda quält sich. In dieser Folge haben wir mal wieder eine Anregung von einem Zuschauer und zwar vom guten Waterwind. Danke, dass du das Spiel vorgeschlagen hast. Ich hätte das Spiel noch nicht in meiner Sammlung, habe es mir aber dafür besorgt. Das ist eigentlich relativ günstig. Und zwar habt ihr schon am Titel gesehen, es ist Superman für den Game Boy. Grundsätzlich, wenn ihr auch Vorschläge, Anregungen für diese Serie habt, dann einfach ab ins Kommentarfeld. Ich werde mal zusehen, dass ich mir das Spiel besorge, wenn ich das noch nicht habe. Allgemein bitte nur Game Boy, Super Nintendo, NES Spiele und ja, Master System und Mega Drive geht auch. Nämlich das kann ich mit meinem Retro Five abspielen. Höhere Spiele wie PlayStation 1 oder sowas geht hier leider nicht. Also wenn ihr bei den Spielen bleiben will, wäre das super. Ja. Ich habe mich extra im Vorfeld nicht mit dem Spiel beschäftigt, um einfach so ganz frischen Eindruck zu bekommen. Wie ihr seht, es ist 97 erschienen, also relativ spät im Lebenszyklus des Gameboys. Also müsste sie eigentlich ja theoretisch einiges rausgeholt haben. In die Zeit müsste es ja auch, ich glaube, der Superman 64, das ist ja legendär schlecht für das Nintendo 64, erschienen sein. Schauen wir mal. Gemacht wurde es von Titus, wie man an diesem sehr aufregenden Startbildschirm ja schon sieht, gemacht. Da hatte ich ja schon mal ein Spiel getestet, wo sie versucht haben, ihr eigenes Maskottchen reinzubringen. Das war ja nicht ganz so gut, aber schauen wir mal rein. Ich drücke mal Start, Titus. Ja. Schön. Da haben sie sich Mühe gegeben, würde ich sagen. Nochmal Start. Oh. Also man kann Superman eindeutig erkennen mit seiner tollen Locke. Ich muss hier mal kurz den Ton runterschauen, weil, ja. Ja, also für Gamer-Verhältnisse sieht es gar nicht so verkehrt aus, würde ich sagen. Schauen wir mal. You hear a call for help, but it's a trap. Defeat the Shadow Walkers. You have 4 keys to find. Das verwirrt mich schon mal. Also, ich wurde zur Hilfe gerufen. Es ist aber eine Falle. Ich muss die Shadow, also die Schattengänger besiegen. Und dafür muss ich 4 Schlüssel finden. Ich dachte, Superman hier, bam, aufs Maul und... Naja, okay, schauen wir mal. Stage 1 ready. Was ist das denn? Okay, ich kann fliegen. Und ich kann schlagen. Habe ich die gerade getroffen? Also auf jeden Fall, man merkt, dass von Titus ist. Oh, shit. Oh, shit. Was ich ja gar nicht mag, wenn so ich steuere so Momentum habe. Ich zeig's euch mal wieder. Man geht etwas. Und man rutscht denn so in einer Zeit. Ah, sowas hasse ich. Sowas hasse ich schon mal. Deswegen macht das ja auch Mario. Und deswegen ist ja Mario so ein guter Plattformer. Okay, ich kann auf jeden Fall fliegen, wenn ich auf A drücke. Da sind dann Heckenschützen. Okay, was ist das? Oh, das hat mich verletzt, okay. Da unten ist wahrscheinlich mein Health Bar. Boah. Ah, da ist ein Schlüssel. Okay, also ich muss hier die guten Leute hier um... Sag mal, hat der da ein Kreuz da? Ist das irgendwie ein Mönch mit einem Gewehr? Okay, ah, okay, die Patronen kann ich zurückschlagen. Okay, also ich bin nicht komplett wehrlos. Man kann sich ducken und ansonsten... Ja, also... Das sind Granaten, ne? Das ist wahrscheinlich, damit man nicht die ganze Zeit lang fliegen muss, aber ich bin schon kurz vor Sterben. Okay, kann so schnell dashen, wenn ich nach oben und B drücke. Oh, immerhin die Melodie haben sie. You go to recover your energy as a fortress of solitude. Ach, das ist ja sein... Was? Wie? Jetzt schon continue. Aber nur ein Leben. What the fuck? So, okay. Hier. Wenn du schießt, dann hau ich dich. Also nach oben hauen kann ich nicht, weil... Superman, wieso soll er sowas können müssen, ne? Komm her, komm her. Schieß, schieß. Komm. Komm. Boah. Ey. Wie schnell der sich umdreht und schießt. Da kann man ja gar nicht reagieren. Mann. Ich spiele doch hier Superman und nicht irgendwie die nächste Flasche von der Straße gegenüber. Boah.
Soll Superman nicht sowieso unverwundbar sein? Mal gucken. Also alle Schlüssel brauche ich noch. Zack. Aber das ist fast unmöglich, finde ich. Die hier umzuboxen, ohne dass ich verletzt werde. Weil wenn ich fliege... Was soll das denn überhaupt hier sein? Hier, guck mal hier. Dann macht er hier so, wenn ich hier den Schlagknopf drücke. Was ist das denn? Warte, Hitlergruß oder was ist das hier? Nazi Superman. Super. Genau das wollte ich erleben. Ach, da oben ist einer. Okay. Also Schlüssel scheinen die in den Fenstern nicht zu droppen, sondern muss ich ihn einsammeln. Okay, gut. Was ist das denn? Warum habe ich diesen Schlüssel gebraucht? Ich habe doch noch nicht einmal irgendwie eine Tür damit aufgeschlossen. Wie unlogisch. Das ist Superman. Da hätte man noch was wesentlich Besseres draus machen können. Bah. As you watch over Metropolis, the invaders begin the attack. You have two keys to find. Ich wusste gar nicht, dass Superman irgendwie der Meister der Schlüssel ist. Wie derselbe Scheiß wahrscheinlich, ne? Ja. Superman kann von Fallschaden sterben. Ich dachte, da kann man so runterfliegen. You have quit the fight. Ich bin zwar kein sehr englischer Experte, aber es klingt irgendwie sehr holprig, muss ich sagen. Okay, ich darf da nicht getroffen werden. Da ist eine Handgranate. Okay, die Diamanten füllen mein Leben auf, warum auch immer. Das scheint hier eher so eine Ausweichdings zu sein. Ist ganz schwammig, weil ich könnte natürlich jetzt nicht, wenn ihr immer jetzt auf A drücken will, würde ihr halt hier immer nach oben gehen. Das heißt, man musste so ein bisschen, ich sag mal, mit dem Gas spielen. Fühlt sich aber irgendwie ganz schwammig, ganz komisch an, muss ich sagen. Ja, wo soll die Schlüssel sein? Guckt euch mal an, wie langweilig dieses Level-Design ist. Das ist eine Plattform hier. Oh, ich muss das noch irgendwo Schlüssel finden. Ach, da unten. Wie bescheuert. Wie bescheuert. Man konnte ja nicht zurückfliegen, wenn ich den einen jetzt... Den konnte man nicht übersehen, aber warum nimmt man den zwei und nicht nur den einen? Oder macht so, komm hier ab bis zum Ende des Levels und gut ist. Also, dann noch so ein spätes Spiel, da hätte man noch wesentlich mehr rausholen können. Okay. Investigate LexCorp Warehouse and battle the LexoScale 5000. Also, wir müssen das Warenhaus inspizieren und den LexoScale 5000 bekämpfen. Und dabei müssen wir zwei Schlüssel finden. Warum ist das nicht einfach ein super Boss und ich habe jetzt einen spannenden Kampf? Warum muss ich Schlüssel finden? Warum Titus Entertainment? Warum? Gucken wir mal. Schon wieder dasselbe? Boah, okay, die Gegner sind dieselben. Ja, hey, muss ich hier wahrscheinlich jetzt durchfliegen, dass ich nicht gebrutzelt werde. Da ging, also... Okay, da... Guck mal. Soll ich das von Trenchcoat anhaben oder? Ich weiß nicht. Okay, sie haben es halt. Die gute Idee ist, dass Superman wirklich fliegt und nicht springt. Ne? Das wäre auch wirklich unnatürlich gewesen. Aber dann, der kann auch viel mehr. Also ich bin jetzt kein Comic-Held-Super-Auskenner, aber hat er nicht so einen Laserblick und sowas? Und hier, da kann man gar nicht ausweichen. Ne? Wie hätte ich da den Schuss nicht einstecken können? Also das ist noch nicht mal irgendwie alles unfair platziert und... Okay, das kann ich jetzt F machen. Was habe ich denn F gemacht? Kann ich jetzt runter? Na, ich will nicht so nah, weil ich habe nur noch ganz wenig Leben. Superman stirbt, weil er einen Menschen berührt. Da hätte man dieses Kryptonit gar nicht gebraucht, würde ich sagen. Hm? Warum auch?
Warum machen die sich in diesen Comics immer so einen Stress, Superman zu besiegen? Ist doch voll einfach. Einfach berühren. Sind die Schlüssel zufällig verteilt? Weil da war das Schlüssel gerade noch nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ah, gehen wir aus. Okay, das muss ich... Ach, das ist vielleicht das, was ich den Öff mache. Na komm. Diese Gegnerplatzierung. Wieso kann ich diese Leiter nicht runter? Warum kann ich da nicht runter? Leute, es ist Superman. Da kann ja wohl auch mal eine Leiter gehen. Boah. Also lieber Waterwind, du hast recht gehabt. Es ist kein gutes Spiel. Aber es gibt doch gute Superhelden-Spiele auf dem Game Boy. Zum Beispiel Batman ist super. Okay, es ist mehr so Mega Man als Batman, aber lieber gut was abgekupfert als schlecht neu erfunden, sage ich immer. Und das wurde hier schlecht. Also ich weiß nicht, ist das irgendwie Kryptonitkugeln oder wieder hier die Stelle? Ich kann da, ich habe jetzt 3 Schlüssel. Ist das jetzt wie cooler? Oh, da bewegt sich so langsam auch. Okay, vielleicht Backtracking. Ich flieg mal wieder zurück. Vielleicht ist dann das da auf. Keine Ahnung. Also, nee. Also, die Steuerung ist schwammig. Ich glaube, ich muss keinen erklären, wie sich ein schwammiges Gameboy-Spiel, wie sich das anfühlt zu steuern. So ist es halt allgemein immer sehr schlecht zu beschreiben, aber sehr fummelig irgendwie. Auch die Hitboxen. Nee. Ich hier durch. Ach, hier komme ich her, ne? Die Hitboxen sind sehr, sehr schwammig irgendwie. Ach, jetzt kann ich ja doch. Ah, ne. Jetzt bin ich gegen diese Granate geflogen. Also immer hat man ordentlich Credits. Aber ganz ehrlich, ich versuch's noch einmal. Aber denn. Es macht einfach keinen Spaß. Also, nee. Die Gegner sind auch so vollkommen 0815. Also im Spiel sieht der Superman auch nicht mehr so unbedingt aus wie ein Superman. Ja, ich weiß, ich bin natürlich ein Trottel, flieg jetzt da überall dagegen, aber das ist so komisch zu steuern irgendwie. Warum regenerieren Diamanten meine Lebensenergie? Also ich dachte immer, Superman, also auch hier. Ihr werdet es wahrscheinlich so von der Optik her schon sehen. Das ist... So, auf, wieder zurück. Ich kenne den Weg ja mittlerweile. Weil ihr müsst natürlich in den richtigen Korridor hier landen. Und guckt hier. Man fällt natürlich erstmal runter und... Nee, das gefällt dem Panda gar nicht. Also es ist von der Einordnung her, die Musik ist okay, auch die hat nichts mit Superman zu tun, absolut vergessbar. Also selbst der Sound ist jetzt nicht so super, da hätte man ja einen super Groove irgendwie einbauen können oder sowas. Also es ist nicht ganz so schlimm wie die Simpsons-Spiele, meiner Ansicht nach, wobei die Simpsons-Spiele ich natürlich auch gewisse Kindheitserinnerungen haben, die das nochmal ein bisschen traumatischer, sag ich mal, darstellen für mich. So, jetzt muss ich hier doch vorbeikommen, ne? Okay, jetzt kann ich hier hoch. Lassen kann. Wieso hängen überhaupt überall Granaten drin? Leute. Ja. Okay, das ist hier oben auch mal aus. Na, schießt da, komm. So. Also wisst ihr was? Ich begehe im Spiel zumindest Selbstmord. Es macht keinen Spaß. Bitte tut euch das nicht an. Aber trotzdem, lieber Waterwind, vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Ich bin immer auf der Suche nach guten Futter für diese Serie. Das Spiel war echt nicht so... Ja, hast du recht gehabt, stimme ich dir zu. An alle anderen und natürlich auch an dich, Waterwind. Danke fürs Einschalten.
Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, ab damit ins Kommentarfeld. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.